Okay, hier können wir nur hier lang. Ah ja, da ist er ja. Das war gar nicht der Aufzug, den wir da eben hatten. Das war noch ein anderer. Okay. Wie gut, dass wir den Geländewagen haben, sonst wären wir hier schon aufgeschmissen gewesen. Ja. Geht doch. Und jetzt können wir darüber. Okay, das blockiert. Wir müssen auf den Stein hier. Moment. Knapp. So, ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht zu. Na, das Flugzeug hätte uns auch eigentlich mal nach oben bringen können, ne? Aber gut, offenbar haben wir keinen Funkkontakt zu Sully. Sonst hätten wir ihm ja längst Bescheid geben können. Fahren wir durchs Schleusentor. Das geht so einfach nicht, habe ich das Gefühl. Das geht offenbar auch nicht so leicht. Da ist etwas zum Entlangschwingen. Vielleicht nutzen wir das mal. Oh ja! Whoop. Versuchen wir mal, das Schleusentor zu öffnen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann mal los. Das ist die eine Hälfte, das reicht doch, glaube ich, oder? Nee, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Ja. Aber wie? Hier rüber. Ja. Und dann da lang. Okay. Das hätte man ahnen können. Durchaus. Probieren wir die Seite. Und hinter Tür Nummer 2? Ist der Zong. Bäm. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Und jetzt? Fährst du nicht alleine? Nö. Sie will nicht ohne mich fahren. Na gut. Na gut, ich bin ja auch der Fahrer, ne? Insofern, verständlich. Alles gut. Weiter geht's. Unsere lustige kleine Fahrt hier. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ah, mit etwas... mit etwas Schwung über diese Rampe. Und los geht's. Dann mal los. Das reicht nicht. Knapp, das war knapp. Fast. Wir müssen schneller sein. Können wir hier hochfahren? Ja. Es ist aber auch glitschy. Jetzt! Perfekt! Hey, du kriegst überrascht! Vielleicht ein bisschen. Hier durch, das scheint der richtige Weg zu sein. Ja, wir dürften dem Aufzug langsam näher kommen. Vorsicht! Strömung ist sehr stark. Geht aber. Und da ist der Aufzug. Und gar keine Shoreliner, die da warten. Merkwürdig. Hey, hier vorne ist was. Gucken wir uns das mal an. Wer hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzugwärter-Typ. Der Aufzugswärter-Typ? Hey, auch Piraten haben Sicherheitsstandards, weißt du? Okay. Ja, natürlich, Nate. Was haben wir denn hier Feines? Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. 5. Juni 1718. Eine weitere Ladung unbeschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts.
Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffem Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt, dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte. Aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Tew. Es war das erste Mal, dass ich einen der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr korrektes Gewicht prüfen wollte, aber er sagte mir Nachdruck, dass dies nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kisten werfen, bevor Gründer Tew mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Ich habe Eleanor nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack widmet. Aber ich muss es meinen Freunden sagen, die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden. Sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Yep. Also sie haben gemerkt, dass da irgendetwas in Gange war und die Gründer wollten sich wahrscheinlich absichern gegen die Siedler und deswegen einfach, Waffen heranschaffen. Mit dem sie dann auf jeden Fall die Oberhand gehabt hätten. Ja, aber die Siedler haben sich nicht herumkommandieren lassen und das ist auch gut so. Das alles führte dann zu dem Konflikt, den wir dann kennengelernt haben. Sehr interessant. Aber nun müssen wir irgendetwas mit dem Aufzug da machen. Ich hoffe, dass wir den diesmal nicht so schwierig in Gang bringen müssen. Hier stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. Bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Ja. Aber das reicht ja noch nicht. Das Wasserrad ist hier. Und hier ist auch ein kleines Häuschen, wie es scheint. Das Aufzugwärter-Typ-Häuschen. Gucken wir da vielleicht mal rein. Was haben wir denn hier? Einen Schatz. Kombinationsschloss aus dem 18. Jahrhundert. Oho. Okay. Kann man hier gar nichts machen? Kann man hier gar nichts machen? Das Ding ist auf jeden Fall irgendwie angeschaltet, aber die Frage ist gerade eher... Hier oben ist noch was. Muss man vielleicht irgendwie auf das Dach kommen? Ich würde das fast vermuten. Versuchen wir nochmal von außen. Oh, was haben wir denn da? Eine Steinschossbüchse. Autsch. Okay. Also das ist es nicht ganz. Ist hier vielleicht irgendwo ein Hebel oder so? Ah nee, da ist... Okay. Können wir das einfach öffnen? Hey, kannst du mir helfen? Hol den Wagen. Und dann? Wir müssen das Ding ja trotzdem irgendwie noch in Gang setzen und dafür braucht man wahrscheinlich einen Hebel oder so. Ach, der ist da, okay. Ja, dann passt es ja. Wenn das mal gut geht. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Toller Ausblick auf jeden Fall gleich. Ich meine, wir fahren ja gleich ziemlich hoch. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaften. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst?
Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Das wäre deine Chance gewesen, Nate. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Wie wär's mal mit Entschuldigung, dass ich ein Vollidiot war? Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Er hat wirklich ein verdammtes Glück mit ihr. Halt, New Devon. Wie schön es hier aussieht. Da oben die Statue. Das hier scheint wirklich das Paradies zu sein. Ein gigantischer Schatz in Aussicht. Das Vermächtnis unserer Mutter, unserer Familie. Jetzt fehlt nur noch Sam. Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Und da ist die Brücke, die uns nach Neu-Devon bringen wird. Über die Brücke rüber. Gut festhalten. Oh, fuck. Die Strömung ist zu stark. Nate? Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Los, los! Okay. Aber ich hab das hier. Du musst es aber auch immer spannend machen. So viel zum Wagen. Ja. Ja, und das war schon wieder ordentlich Krach. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja.
Boah, das ist gerade richtig cool. Das war so ein Moment wie Walter White in Breaking Bad, als er am Ende seiner Frau Skyler gestanden hat, dass er es nicht für die Familie gemacht hat, diese ganze Chose mit dem Meth, sondern für sich. Weil er gut darin war. Und genauso war das jetzt auch mit Nate. Er wollte nicht Elena schützen, er wollte sich schützen. Ne, weil er nicht wollte, dass er sie verliert. Wenn er seinen Schwur bricht und sie davon erfährt, sie ist noch da. In guten wie in schlechten. So sieht's aus. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Ich meine, es hätte auch anders laufen können. Definitiv. Das haben wir alles schon erlebt. Jetzt ist die Frage, wie wir hier weiterkommen. Okay, da hoch kommen wir nicht. Hier ist wahrscheinlich die Strömung zu stark, oder? Ja. Gute Idee. Da müssen wir aber auch erstmal hinkommen, ne? Wie kommen wir da hoch? Hier ist nichts, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Naja, hier ist kein Hotel oder irgendwas, also. Das scheint mir schon mal der richtige Weg zu sein. Hopsa. Hopsa. Na, so ganz reicht das ja auch aber immer noch nicht, ne? Wir müssen darüber. Wir kommen jetzt aber von hier aus hier hin. Und dann hier hin. Hä? Ach so, sie ist rübergesprungen. Ja gut, das hätte man natürlich auch machen können. Das war sogar der smartere Move. Aber was war das auch für eine Furzbrücke? Ganz ehrlich, da hätte sich eine Fliege draufsetzen können, das Ding wäre zusammengestürzt. Diese Ingenieurskunst kann doch nicht deren Ernst sein. Wie wird das dann erst in Neu-Devon erst? Wir sind durch. Wow. Oh, wow. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab. Ja, sie haben ordentlich Siedler auf dem Gewissen gehabt, diese Piraten. Hallo? Was ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Definitiv. Man hängt da so rum. Hier ist noch einer. Ja. Oh Mann. Schlimm. Ich muss jetzt auch leider seine Ruhe stören. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Ich hoffe, Elena ist auch, ja. Sie hat's gesehen. Sehr gut. Da ist die Brücke. Sehr viel mehr Galgen. Ach du Scheiße. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf eine Utopie. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich unheimlich. Selbst für Piraten. Avery, diese Sau. Warum kann man hier hochklettern?
Weil wir jetzt die Galgen entlang springen müssen. Und zwar irgendwo da oben hin. Jetzt ernsthaft? Auch nur kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Verzeihung? Und hier ran. Sehr schön. Tja, ich glaube, ich muss ihr hochhelfen oder so. Ah, nee, doch nicht. Geht auch so. Wow. Da ist es. New Devon. Alles klar. Ein prunkvolles Utopia. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Hast du wirklich, du Idiot? Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Scheiße. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Wir haben aber vermutlich nicht lange Zeit. Ja. Vor allem haben sie ja einen gewaltigen Vorsprung. Lass mal gut gehen. Ups. Ah, dadurch können wir. Ist okay? Okay, da müssen wir lang. Können wir darüber springen? Jupp. Also, man kann erahnen, dass das einst mal hier sehr, sehr majestätisch ausgesehen haben muss. Man erkennt es ein bisschen an dem verbliebenen Gebäude dann noch von Avery, was ja relativ intakt noch ist. Im Vergleich zum Rest hier. Der Drache. Wir sind in Christopher Condons Haus. Sah auch nicht schlecht aus. Also, mir würde es reichen. Oh, scheiße. Elena, runter. Reichlich Shoreliner. Was schleppen die da? Okay, das sind mindestens 5. Wahrscheinlich sind es mehr als 5. Also macht ihr alles dicht. Wir müssen vorbereitet sein, wenn sie kommen. Bitte? Gar nichts. Ist auch besser so. Okay, wir müssen versuchen, zum Gebäude rüberzukommen, ohne dass der Typ da uns sieht. Der hat mich gesehen und er kommt jetzt auch runter. Das ist aber für uns ja nur gut. Weil wir ihn dann easy erledigen können. Okay, jetzt sind schon 2 ausgeschaltet. Oh, da oben war auch einer.
Da ist einer. Wo? Der da oben ist gefährlich. Und da hinten ist auch noch einer, habe ich gerade gesehen. Muss man eben kurz warten. Können wir hier hoch? Oh! Können wir diese Statue als Deckung nutzen? Können wir. Da vorne sind sie. Er ist tot. Auch tot. Oh, fuck. Der ist auch tot. Vorsicht. Vorsicht. Das ist gut. No. Okay. Mich interessiert offenbar die Granate überhaupt nicht. Komm hoch. Okay, wir sind ziemlich auf dem Präsentierteller. Spring! Verfolgt mich einer. Wo? Oh! Mann, was zum Teufel? Seht ihr sie? Gut. Spring. Gut. Nein, 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 nein. Wieder. Komm nochmal. Der ist erledigt. Wo wird geschossen? Ist das Elena? Ich hoffe. Wo ist der Scharfschütze? Den müssen wir auch irgendwie erwischen. Ich sehe leider den Scharfschützen nicht. Der Scharfschütze ist da hinten. Da haben wir den ersten down. Da haben wir den zweiten down. Und den dritten. Verdammt. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja.
gehen wir weiter. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt gut gehen könnte. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Huh, das waren aber auch sehr viele Gepanzerte und so, ne? Also nicht einfach. Aber damit haben wir es auf jeden Fall bis hierhin geschafft. Und hier wollten wir ja auch hin. Da unten lang. Und dann geht es, glaube ich, hier weiter, ne? Oder? Nee. Wo müssen wir hin? Da oben lang? Elena, leite mich! Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Wahrscheinlich durch diese Höhle. Tauchen? Tauchen! Erstmal einen Körper reinmachen, ist klar. Ja, man sieht nicht viel, Nate. Aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man sieht gar nichts. Also ich sehe nichts. Da vorne. Jo, das sieht richtig aus. Hier ist Licht. Ich hoffe, ihr seht auch nichts. Dann ist es wenigstens fair. Geschafft. Mist, wie viele Leute hast du hergebracht, Nelly? Einige. Nicht. Besser für Sam. Wenn sie den Schatz haben, ist er auf jeden Fall tot. Och nee. Noch einer. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Wand. Gründer Wand, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Der ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Okay, okay. Sie haben sich also untereinander bekriegt. Das war wahrscheinlich die Frau von einem. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja, mehr Geld, mehr Probleme. Dieser Schatz hat wirklich alle zerstört. Selbst diejenigen, die ihn besaßen. Nicht nur alle um sie herum. Okay, ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um jetzt aufzuhören. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier in New Devon noch weiter umschauen und hoffentlich Sam retten. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.